willkommen bei Tom Grant, Glances, Ghost Recon Wildlands mit Anduin. Hallo, grüß euch. Mit meiner Wenigkeit Tifa. So, wir sind wieder in der Stadt. Hab gerade noch vorher den Typen im Ausguck eliminiert. Ja. Und da unten sind schon wieder ein paar, die auf uns warten. Natürlich sehe ich jetzt keinen. Hier ist die Nummer 5. Vier markiert. Der eine ist da oben im Haus. Gut, da habe ich keine Chance. Ich habe das Gefühl, oberhalb der Straße ist auch noch einer. Ich versuche den in diesem Wachturm. Jetzt weg oder wie? Was machen die? Die Rebellen? Ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Türen scheppern, wie beim Minecraft. Ah, wie beim Minecraft, das kennen wir ja. Okay. Warte, ich muss die Position wechseln, die trifft dann nicht in dem Turm drin. Ich habe keine freie Sicht auf irgendwen. Wir sind alle hinter der Mauer. Jetzt habe ich es. Okay, na dann. Dann muss eben. Zwei Soldaten. Oh, oh. Auf mich kommen unsere Daten zu. Ja, versteck dich. Okay. Ich krabbel da durch die Gegend. So. Ich habe freies Schussfeld auf einen, da steht jetzt weiter dabei. Ah, jetzt sind schon drei, vier. Ja, ich sehe die Dreiergruppe. Mhm. Und wir sollten, glaube ich, als erstes diese Wache da drinnen besetzen. Da oben. Hm. Ja, ich sehe nicht hin. Naja, ich auch nicht. Du bist schon von jeder Stelle da. Ich glaube, da drüben ist auch noch einer. Ah, da kann ich es jetzt probieren. Von da. Ja, da ja ist jetzt. Noch. Oh. Jetzt glaube ich, kriege ich ihn. Auf den einen hätte ich ein Schussfeld. Der schleicht sich mit. Hau ihn. Gegner getroffen. Scheiße. Okay, sie sind jetzt alle auf mich aufmerksam geworden. Ich hab wieder einen. Okay. Wir sehen uns, Vorsicht. Ihr Leutnant versucht zu fliehen. Oh, oh. Achtung, jetzt kommen sie wieder. Ja. Achtung, da kommt einer auf dich zu. Ja, ich sehe. Achtung, der kommt zu dir. Links. Links von dir. Ja. Ah, der. Scheiße, scheiße, scheiße. Komm. Erledigt. Hast du ihn? Ja. Sehr schön. Okay, die Hampelmänner kommen auch rauf. Da kommen auf dich zu. Ja. Rebellen helfen südlich von uns. Getroffen.
Unten muss einer sein. Und da unten ist auch einer. Ja. So, ich wechsle wieder das Scharfschützengewehr. Mhm. Da unten an der Kreuzung stehen noch welche. Ja. Ui. Oh, oh, da kommen mehrere. Da zeigt es zwar noch einen an, aber das ist eine ganze Gruppe. Ich sehe leider. Scheiße. Hau ab, hau ab. Oh, Kacke, sind das viele. Braucht euch Unterstützung. Ja, ich kann schon. Na, zwei habe ich. Ja. Zwei stehen noch. Ja, ja. Komm schon. Dritten habe ich. Mhm. Super. So, die vier haben aber noch. Unten muss ich auch noch mal. So, es war noch wo einer. Achtung, nicht zu schnell vor. Gehen wir darüber. Kommt nicht über den Mauer. Ah, jetzt. So. Spring. Ups. So. Und unten bin ich. Da war doch noch wo einer. Ah, oh, ich glaube, die Rebellen haben den erledigt. Okay. Kommst du rüber, oder? Ja, ja. Ich bin schon super unterwegs. Okay, dann beginnen wir da dem Looten. Und zwar da drinnen, glaube ich. Oh. Ja. Radio. Da müssen wir, glaube ich, die Treppe rauf. Ja, da oben liegt es. So, dann ist da eben eine Nachschubkiste. Sie markiert bei einem unter dem Auge. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Auch irgendwas? Außer Dreck? Nein. Ich glaube, wir können genauso gut die Guten sein wie die Bösen, verstehst du? Ich meine. Ja, hier ist eine Waffenkiste. Da ist die Waffenkiste, ja. Genau. Geil, das kann ich gebrauchen. Oh, leichtes Maschinengewehr. Sehr schön, ich glaube, das mag ich. Na, sehr was. Sicher, hier wird nicht immer sonst trainiert mit dem Muckis. Ja. Ja, dann tausch gleich mal. Tausch gleich mal. Jetzt schauen wir sich das mal an, das Teil. Tibra hat ihre Waffen noch nicht eingefärbt, die haben schon Farben verwendet. Welche ist das? Nein. Das leichte Maschinengewehr, was? Ja, das zeigt uns gar nicht an. Oder spinne ich? Ah, doch, da. Da ist es. Na, das hat doch was Nettes, oder? Was? Zeigt sie noch nicht an, musst schon auswählen. Ja. Sturmgewehr, nein, das Scharf. Wo ist das Scharf? Da ist das Scharfschützengewehr. Anstatt dem zweiten, oder? Anstatt der MG. Also der Maschinenpistole. Jawohl. Also, ein Soldat soll entlassen werden. Alter. Und geh nochmal zu seinem kommandierenden Offizier. Jo. Den hast du schon mal erzählt. Euch nicht? Ganz was Kleines. Glaube ich.
was Dezentes. Genau, Ladylike. Ich glaube, das ist bereinigt, da weil da unten schon die Rebellen jetzt in der Ortschaft sind. Da gibt es Munition. Der Soldat antwortet: Nein, Sir. Wenn ich aus der Armee raus bin, werde ich nie wieder Schlange stehen. Dann schauen wir da nach unten. Echt? Nicht witzig? Ja. Ah, ich sehe noch Bagger. Ein Rufzeichen. Jetzt mit einem Bagger. Wo? Rufzeichen? Wo ist das Rufzeichen? Ja, warum die Anzeigen so komisch? Ich stehe genau am Rufzeichen. Also über uns ist nichts, wann dann kann es nur unter uns sein. Okay, vielleicht drin im Gebäude, kann das sein? In dem Turm. Achtung, Unidad. Der Straße. Ja, also im Gebäude ist immer nichts. Unter uns? Interessant. Achtung, eine Unidad-Patrouille nähert sich. Den Bagger könnten wir fahren. Kann man den fahren? Ja klar, der kann den Radlader fahren. Ja, den nehmen wir. Ich komm schon. Ich komm schon, ich laufe. Ja, falls die Unidad-Patrouille nochmal kommt. Genau, fahren wir über die drüber. Ey, trauen wir mit dem nicht durch die Ortschaft fahren. Da ist die halbe Ortschaft ausradiert, wenn wir den da runtersteuern. Ich find das cool. Na gut, fahren wir. Oh Gott. Wo ist ich, Fahre? Alter, Alter. Wie soll ich schon brav stehen bleiben? Wo war die Unidad-Patrouille? Kommt sie ja da. Ich hab jetzt so schöne Gewehr im Anschlag. Ups. Hoppla. Das wollte ich nicht. Gut, Leute. Was machst du? Zu schnell da in die Kurven und diese Stellen rein. Schau nicht zu. Ah, da unten ist wieder eine Patrouille. Wo? Ein Stückchen weiter unten. Okay. Nach der langen Kurve. Das ist noch ein schönes Stück. Wieder rechts. Ja. Okay. Sicherheit. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango aus. Zwei? Okay. Mir ist gut. Ich sehe noch gar nichts. Die mir Bagger. Abschluss. Okay. Ah, der Ding ist auch noch immer. Shit. So, hier war doch die Überricht, die Zeit, genau. Es sind drei. Hinterm Bus sitzt auch einer. Ah ja, ich sehe ihn. Den krieg ich. Jetzt müsst ihr das kriegen. Ich liege am Boden. Ach so. Ja, du bist ja so nah dran, Andi. Ja, ich habe nichts gesehen.
sorry. Aber die Rebellen kommen schon, steigen aus und geben Gas. Den habe ich. Okay. Der steht hinter dem Baum. Ja, ich sehe ihn. Jetzt noch vor. Habe. Komm zu dir. Also, du bist schon bei mir, gell? Ja. Also. Ach. So, Ein Stück weit darauf ist Militär. Drauf? Rebellen? Ja. Grüne. Nein, Militär. Das ist aber auch nur die Zeug. Über den ersten Gebirgszug drüber. So, da ist Nachschub. Ich bleib da stehen, dass du so siehst. Ja, ja. Ich lauf hier hin. Da schnappt man sich das nächste Auto, ne? Mhm, es wäre südlich von uns wieder wieder was. Ja. Glaube ich. Hat sicher vor allem mit dem Radlader wieder. Gern. Schieb mal die Karren hier zur Seite. Schauen wir mal, muss man hinfahren. Ich weiß nicht, warum der Vorposten da schwarz angezeigt wird. Haben wir den schon mal gemacht? Ja, da hat er Kummer. Ah ja, stimmt, Blödsinn. Dann ist das nächste. Wenn wir die Straße runterfahren und nach links, kommen wir von den Militärposten wieder auf einen von den. Also in der Richtung, wo wir jetzt fahren. Straße runter, da bis zur Straße und dann links. Ah, links, okay. Ja, können wir machen. Das weit weg dann von da oben. Ich sehe das noch. Ja. Meinst du das, wo die Flammen aufsteigen da? Okay. Nein. Okay. Ich fahre jetzt damit zum nächsten Einsatz, oder? Das ist die andere Richtung, okay. Okay, na dann dreh um. Wobei, das sind auch mit den Kadenzen. Ja, das ist auch gut. Aber fahren wir mal da hoch. Interessiert das, was du da meinst, weil ich glaube, dass mir das nicht anzeigt. Ich weiß aber noch. Ja, wenn du es ausgeschalten hast. Ich habe nichts ausgeschalten. So, stopp, geradeaus. Ah ja, ich sehe es. Ah ja, da rechts zu links, sonst nicht. Aber hinter dem Radlager hat man ja gutes Versteck. Soll ich es wegräumen mit dem Radlager? Ich lass mich aussteigen. Einfach niederfahren. Ja, okay, steig mal aus. Ich probiere das jetzt. Leg du vielleicht dir da auf der rechten Seite hin, falls was schief geht. Ein bisschen im Dreck so. Rumwälzen. Es geht los. Alter, die erschießen mich, ich komm da nicht weg. Okay. Rebellen sind schon da. Ja. Ich warte auf Wiederbelebung. Oh, du wartest auf Wiederbelebung? Ja. Okay. Ich weiß aber nicht, wie du mich da drin wiederbelebst. Schau dir das an. Scheiße. Pass auf, dass die nicht erwischt. Fast. Oh, Armee hinter dir. Ja, ich hab's schon. Lauf weg. Ich kann nicht mehr laufen. Okay. Da kommen noch welche.
bei dir auf. Ich leg mich gleich mal hin. So, und ich rob da runter. Und dann auf der anderen Seite rauf. Also, totale Eskalation. Bist du die Straße schon rüber? Muss man ja sehen. Ich bin von dir weggekrochen Richtung Bach. Ja, meine ich ja. Über den Bach. Ja, genau. Ich war ja ganz an der Straße. So, ich glaube von da haben wir. Sehr weite Sicht. So, ich bin. Mist. Schießen da noch immer mit den Rebellen. Ja, schön, wenn die Rebellen. Ich erkenne einen kleinen Gott der Feinde. Das war's mit ihm. Santa Blanca, oder weg? Gut gemacht, räumen wir auf und dann weiter. Okay. Oh. Achtung, die kommen jetzt auf dich zu. Ja. Okay. Nächste kommt. Geschafft. Alle nach ganz. Ich denke, habe kein Sichtfeld. Du bist selbst. Schön. Ja. Oben steht noch einer. Mhm. Der ist aber hinterm Felsen. Ja, ich sehe ihn. Okay, wenn du ihn siehst, dann. Komm vor. Jetzt ist er verkriech dich, du. Yes. Sehr schön. Na dann. Ich glaube, wir haben sie. So, ich komme zu dir. Mhm. Ich laufe da über den Bach drüber und gehe etwas. Ich werde aber nochmal schauen. Es raucht mir das Auto. Ah, Santa Blanca Kartell hat da einen Nachschub. Steht da herum. Also in Zukunft lassen wir das mit dem. Mit dem Bagger? Ja. Okay. Ja. Ja, dieses Teil da hat ihn nämlich aufgehört. Das Motorrad. Was? Ich wollte nicht aufs Motorrad. Geh weg vom Motorrad. Den Nachschub mit dem. Diese Box hat den ganzen Bagger aufgehört. Na ja, klar. Der ist da nicht dran vorbeigekommen. So, okay. Was nicht mehr? Ein Bagger oder das Rebellenauto da vorne? Ja, das Rebellenauto. Oder hinten das von der Santa Blanca. Such da eins aus. Dann nehmen wir das von Santa Blanca, weil du hast das Fass, glaube ich, nicht markiert. Du kannst den auch noch markieren. Direkt hinterm Auto steht's. Ja, ja. Einen kleinen Stau verursacht. Bisschen, ne? Totale Eskalation. Ah ja, da ist das Fass. Ja, und wir müssen dann dahin weiter. Ich fahre. Ob das eine gute Idee ist.
besten dran vorbei, auf der Seite, oder? Mhm. Ja. Die Stelle haben wir das da weg, also. Die kommen nicht alleine da vorbei. Aber Moment. Komm gleich dran. Fahr bitte mit dem, genau. Raus aus dem Auto sofort. Machen Sie es nicht schwerer als nötig. Was war das jetzt bitte? Da sollte ich, glaube ich, den Radlader wegstellen. Ich hab den rausgezerrt. Ja. Total coole Sprüche kloppen die alle. Ja genau, und fahr Ramsch gleich vor. Oh, ich steig aus. Okay. Das ist immer das, was ich... Der Bagger fährt weiter. Das ist immer das, wenn man sich wundert, welche Dinge herumstehen. Da oben. Schau. Siehst du den? Ja, ja. Okay. Ja, müssen wir auch hin. Warum fahren die nur immer? Ist mir egal. Schaut da über noch. Vielleicht kämpfen die Leute entschlossen um etwas, wenn du versuchst, es auszurotten. Ich habe einen Weg markiert, da links unten sind wieder Kartellmitglieder. Direkt unter uns. Yep. Nein. Aber der kriegt ja auch, der ditcht ein bisschen an und schon ist alles hin. Gut. Dann gehe ich ein Stück weit nach vor. Ja. Versuchen, ob ich da auf den Felsen oder so sehe. Ja, ich sehe ein brennendes Dach. Schauen wir mal. 10:02, da. Sehr eindrücklich. Okay. Hier sind's. Jupp. Für mich sind sie alle hinter dem Haus. Da, an den Ruinen. 5, okay. Andere Position. Ich sehe eine kleine Kompetenz aus. Ich werde da, wo der Hof. Schon was gefunden, wo ich mich wohlfühle. Okay, ich hätte einen Visier, eine Wache. Warte mal. Ich habe noch immer kein freies Schussfeld, doch eine Wache, und zwar am nördlichen Ende auf der Mauer. Mhm. Der bewegt sich weg, ist er. Der kommt wieder in Sicherheit. Ja, der kommt in meine Richtung. Die zwei sehe ich da auf der Straße. Okay. Sind nicht weit weg von mir. Aber da kommt jetzt einer auf mich zu. Oh, du Kacke. Der steht fast auf mir drauf. Dann rocken wir durch. 70 Meter, 69, 68. Ja, dann sag an, ich werde mir schon mal ein Ziel. Nein, ich bin in der Senke. Super. Ich sehe gerade keinen. Zu nieder. Ah, jetzt habe ich einen im Sichtfeld. Sag an. Drei, zwei, eins. Okay, ich gehe eher in deine Richtung. Abschluss. Mhm. Wir gehen auf dein Konto. Zwei sind noch. Kein freies Schussfeld. Einer bewegt sich jetzt in meine Richtung. Ja. Der müsste gleich sichtbar sein. Jetzt habe ich ihn. Sehen.
dann. Dann schießen wir. Ja, gib mir Zeug. Jetzt. Hab ihn! Das war's mit ihm. So, jetzt ist der letzte noch. Der kommt, glaube ich, auch gerade in mein Sichtfeld. Jetzt läuft er im Zickzack. Da kommst du jetzt zu mir oder was? Achtung, du triffst dich gleich mit ihm. Hab ihn. Okay, aber jetzt schaue ich noch, ob irgendwo einer ist. Dass es auch keine Überraschungen gibt. Und die wir schon hatten. Jupp. Das kennt auch nochmal mit einem Feldstecher, aber es schaut gut aus. Bis jetzt habe ich nichts entdeckt. Ich sehe auch nichts. Okay, nehmen wir die Maschinenpistole und. Gute Idee. Gehen wir in die Hocke. Cooler LKW. Ja, LKW. Der ist geil. Aber die Dinger sind so schwer, der Bagger war schon so schwer. Da ist auch noch was. Da ist auch eine Nachschubkiste. Zwei. Ups. Das Fass. Jemand das Forschungsbeispiel gesehen? Ja. Lalalala, hört sofort auf. Es hat zwei Wochen bekannt. Ich weiß, das Internet ist elend langsam hier. Ich lade das Spiel seit Tagen runter. Also nichts verraten. Kein Problem. Du hast eh nichts verpasst. Sie haben mit 30 Punkten verloren. Wie bitte? Verarsch dich. Wir haben mit 12 gewonnen. Aufhören, bitte. Tut mir leid. Eigentlich waren es 17. So. Oh Gott. Da vorne hätten sie einen relativ guten Jeep stehen gehabt. Sollen wir noch die anderen Gebäude absuchen? Welche? Da haben wir ja alle, oder? Die da auf Seite? Oder glaubst du eher nicht? Welche? Die da vorne? Ja. Ja, da hätten schon was angezeigt, aber wir können nochmal schauen. Bestimmt. Wir schauen an den da. Okay, also irgendwo da brennt. Ich will es gar nicht wissen. Okay, nein, ich denke, da ist nichts, was nicht. Das darf ich glaube ich noch mal erholen, oder das zweite. So. Ja, da geht's ja nichts rein. Ach ja, da oben ist der Jeep, ne? Ja, kleiner und etwas höher ist dann der größere. Welcher dir lieber ist, mir ist es egal. So, war da auf der rechten Seite etwas in den Ruinen? Das ist ein grünes Symbol, ups. Ja, Nachschubkiste. Wer stellt da herin in die Kisten? Ja, so. Ich denke, wir haben alle. Da heroben war nichts in den Ruinen. Da. Ich hätte nichts in den Ruinen. Gekommen bist. Okay. Gut, ja, den da habe ich gemeint, den
Schaut aus wie ein Hammi. Mama. Ja, gern. Der hat auch wieder einen. Na bitte! So, ja, und wir haben auch schon die. Ja. Folge. Okay. Oi. Da oben ist nämlich ein Militärstützpunkt. Okay. Gibt der Tibra eine Minigun. Oh yes. Ja. Wenn's gefallen hat, dann schaltet's wieder ein bei Tom Clancy Ghost Recon Wildlands mit der Tibra und dem Anduin und mit der kleinen Minigun. Happy Gaming und ciao. Ciao.